Servus Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge von der VfB Lübeck Trainerkarriere und heute geht's mal wieder weiter. Schon lange nicht mehr selber gespielt, die drei alten Folgen, die ich hochgeladen habe, die waren ja noch von meinem anderen Kanal, der ja irgendwie gelöscht wurde aus irgendeinem Grund. Und ja, wir sind in der zweiten Saison aufgestiegen in der ersten, um es nochmal zu revidieren. Unser Team sieht vorne ganz gut aus, hinten eher schlechter. Aber ich muss sagen, wenn wir die EV, den einen 62er-Spieler, noch austauscht, dann ist es eigentlich schon genug Potenzial, um in der Liga zu bleiben, wenn ich ehrlich sein soll. Das einzige Problem, was wir halt haben, wir haben halt keine Leute in der Hinterhand, wenn ich so ehrlich sein soll. Wir haben einen Linksverteidiger, der hat 61. Aber noch Chana mit einer 64 für die EV. Ja, und damit haben wir Linksverteidiger, Rechtsverteidiger einen guten Ersatz. Lemmern ist noch gut. Ja, und dann war es das eben. Luyambulu ist halt ein guter Ersatztorhüter, aber ansonsten fehlt hier einfach so ein bisschen die Hinterhand, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich wollte jetzt erst einmal ansprechen, dass aus dieser Karriere hier jetzt eine Simulated Glory praktisch wird. Das heißt, wir simulieren einfach in einer Folge quasi immer von der Transferphase zur nächsten. Dann gibt es eine Folge Transferphase. Oder vielleicht auch zwei, mal sehen, wie es kommt eben. Wahrscheinlich eher eine Folge Transferphase im Sommer, dann simulieren zum Winter, dann Winter-Transferphase und dann simulieren zum Sommer. Ja, und wir haben hier eigentlich nichts mehr zu simulieren, deswegen gehen wir auch hier direkt rein in die Transferphase. Und hier müssen wir jetzt mal schauen, wo der Hammer hängt. Ich meine, es sind jetzt nicht mal 3 Punkte auf den sicheren Zweitligaplatz. Das heißt, das werden wir schon schaffen diese Saison, vor allem wenn wir jetzt im Winter noch ein paar gute Geschäfte machen. Julian von Moos. Letztlich werden sie sich sicher einen Rechtsflügelersatz suchen, aber geben wir jetzt ihm die Chance. Ich sage einfach mal, er spielt ja eigentlich bei uns links außen, wenn ich mich irre. Das heißt, wieso will er jetzt einfach mal rechts außen spielen? Das würde für mich keinen Sinn irgendwie ergeben, keine Ahnung. Hier erstmal noch der Vertrag verlängert von Shalom. Passt so 3 Jahre länger. Und dann haben wir ihn ja auch festgebunden noch für 3 Jahre. Und dann warte ich mal auf ein Transferangebot, vielleicht falls mal eins reinkommen sollte. Lehmann meldet sich und er sagt, eine Laie wird mir in meinem Spiel gut tun. Super, wir sind uns einig, sage ich mal zurück zu ihm. Ein Scouting-Update und der hier sieht sehr gut aus, den nehmen wir auch raus. Der hier sieht auch brauchbar aus, der hier eher nicht. Und der hier sieht auch relativ gut aus. Die können wir uns auch gleich mal anschauen. Dietrich 53, das passt. 54, ja. Aber er hier ist ein absolutes Monster. 17, 61 Gesamtstärke. Den lasse ich erstmal noch drin und dann ziehe ich ihn irgendwann raus, wenn er entweder gut genug ist oder eben, eben weit genug entwickelt ist oder eben, dass ich ihn ausleihen kann. Ein Transferangebot für Tim Kircher. Und der ist aber, glaube ich, Stammspieler bei uns, weil ich mich nicht irre. Ja, so ist es mit einer 67, aber ich denke, da können wir auf jeden Fall genug raus und damit wir einen guten Ersatz bekommen für ihn. Und die Laie von Moos lehnen wir natürlich ab. Nein, ich habe auf Annehmen gedrückt, dich dummer Huhnskribbel. Sei ich für ihn für 1,5 Millionen verkauft, oder was? Ich schaue mal, ob ich da einen guten Ersatz bekommen kann. Und dafür bekommt man auch leider keinen guten Ersatz. Und wir müssen diese 1,5 Millionen, die bekommen wir ja gar nicht alle zurück. Ist ja klar, dass wir nicht alles zurückbekommen. Und ein bisschen Gehalt brauchen wir ja auch noch. So circa, schätze ich mal. Das heißt, wir bekommen circa 1,2 Millionen, schätze ich. Und dann hätten wir 1,7 für einen guten neuen Spieler. Wird schon klappen, aber so richtig dran glauben kann ich eigentlich eher nicht. Noch ein Transferangebot für Kircher. Diesmal versuche ich auch zu verhandeln, wenn ich es nicht wieder verkacke. 2 Millionen verlange ich als erstes Angebot und das akzeptiere direkt Heiland. Ich muss hier irgendwas versuchen, damit der Deal irgendwie nicht durchgeht, aber keine Ahnung, was ich machen soll. Vielleicht haben wir Glück und es geht das bessere Angebot durch. Leihangebot für Lehmann. Das delegiere ich einfach mal. So eine Einjahresleihe, ja, von mir aus. Das Angebot von 1,5 Millionen geht leider durch, das andere nicht. Und damit müssen wir jetzt schauen, dass wir hier mit den Thiao, oder wie er ausgesprochen wird, von Schalke, den ich hier verpflichten möchte, bekommen. Aber es sollte eigentlich gut möglich sein, denke ich. 1,55 Millionen und 2% Weiterverkaufsgebühr akzeptiert er. Dann gehen wir auch gleich rein in die Vertragsverhandlungen mit Thiao. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie der ausgesprochen wird, keine Ahnung. Da bin ich leider ein bisschen überfragt in meinen Künsten. Natürlich wirst du Stammspieler, wie Benzema. 4-Jahres-Vertrag akzeptieren wir nicht, natürlich 5-Jahres-Vertrag. Akzeptiere natürlich, wie soll es noch anders sein? Freigabesumme möchte er keine. Ich auch nicht, ja. Und Gehalt soll ich jetzt anbieten. Er verdient 2k
Wenn ich jetzt einfach mal 5 mache, denke ich nicht schlecht, oder? 5K? Nimm da an. Jawohl, sauber. Damit haben wir den ersten Spieler. Und ich hoffe, der ist auch gut genug. Ja, 66er Sandsteige nimmt man mit, würde ich sagen. Müssen wir jetzt noch hier im Entwicklungsplan umstellen, dass er vielleicht Rechtsverteidiger lernt. Wie lange dauert das denn? 70 Wochen? Okay, ich glaube, wenn er besser in Form ist, dann geht's auch schneller. Und ich glaube, ja, aber jetzt Rechtsverteidiger spielt, wenn er es nicht ganz kann, soll er eigentlich auch funktionieren, ganz gut, denke ich. Transferangebot für Chana können wir auch mal verhandeln, würde ich sagen. Und der rennt leider direkt weg, das haben wir jetzt ein bisschen verkackt. Ja, jetzt spielen wir gegen den ersten Platz, gegen Union Berlin. Das gibt's natürlich in der Schnellsimulation. Und da schauen wir rein. 2-1 verlieren wir leider, aber es ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis gegen den ersten Platz. Hallo. Aber leider gewinnt die Konkurrenz, wie man hier unten sieht, in der Tabelle. Ist natürlich alles andere als gut, wenn die gewinnen und wir nicht. Schnellsimulation gegen Darmstadt. Und es wird unentschieden. Wenigstens mal so unentschieden. Näher mit. Punkt als Abstiegskandidat ist immer herzlich willkommen. Ach, wieso werden mir die Angebote nicht angezeigt? Wieso? Hä? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich simuliere immer weiter, kriege kein Angebot angezeigt, denke halt, ja, ich bekomme keine. Ach, come on. Was ist das denn für ein Betrug? Und jetzt auf einmal switcht der rüber, wenn ich im Angebot bekomme. Und das bei Donelohn. Den brauche ich zu verkaufen, der ist jetzt zu schlecht, um uns Geld einzubringen. Ja, jetzt der Chance ist abgelaufen für den Transfer. Ist jetzt natürlich ein bisschen bitter, aber was willst du denn machen? Das Team hat sich, muss ich sagen, sogar eher verschlechtert als verbessert. Es ist halt schon ein bisschen bitter, aber ich würde sagen, dann hängen wir auch gleich an diese Folge hier ja noch ein, zwei Monate mit dran zum Simulieren. Nochmal ein Monatsbericht der Jugendmannschaft, den schauen wir uns natürlich an. Und hier haben wir Schulde, der ist ganz gut. Das haben wir ja schon mal gesehen heute am heutigen Tag. Der Dietrich ist ganz gut. Auch der Winkler und auch er hier eigentlich. Auch wenn seine Gesamtsteiger halt ein bisschen kacke ist. Aber das Potenzial ist halt natürlich perfekt. Jetzt geht's ran hier gegen Würzburg, wollte ich sagen. Bocken wir noch Angebote, die nützen uns jetzt nichts mehr. Jetzt geht's ran gegen Würzburg und das Spiel hier muss man gewinnen. Deswegen gibt's das, würde ich sagen, auch in der Live-Simulation. Ja, gibt's. Los geht's, das Spiel hier müssen wir gewinnen, das ist Pflicht und nichts anderes. Aber unser Team kommt ja noch nicht so richtig an den Ball, wollte ich sagen. Jetzt gibt's ja Abseitsentscheidung durch den Schiedsrichter. Aber wir verlieren direkt wieder den Ball. Jungs, was ist hier los? Das Spiel müsst ihr gewinnen, wenn ihr es nicht wisst. Gröll ist es, glaube ich, schießt das Tor hier. Ja, macht es. Gröll 1-0. Erste Chance für uns, auch erstes Tor. Ich glaube, es war sogar das erste Mal, als wir in der gegnerischen Hälfte waren. Jetzt ist vielleicht die Chance für Würzburg, aber den hält unser Torhüter. Halbzeitergebnis ist 1-0 für uns, weil es hier nicht mehr viel passiert. Würde ich sagen, so muss er weiterspielen in der zweiten Hälfte, dann kriegen wir es gleich über die Zeit. Fällt noch eine Chance für uns, jetzt hier, aber der letzte Pass war ja zu viel. Und damit fällt hier nicht das Tor. Vielleicht die Chance nochmal, Burkhardt, nee, Grüll war es, glaube ich, aber Chance vergeben, es sind noch 10 Minuten zu spielen. Und dann ist das Spiel auch zu Ende, wir gewinnen hier mit 1-0, das ist zwar, ja, ich würde sagen, so einigermaßen verdient, was man hier in der Schussstatistik sehen kann. Ja, wieder mit 2 Punkten dran an Erzgebirge Aue, das haben wir gut gelöst. Neues monatliches Scouting-Update von Schäfer. Der findet hier, ja, den nehme ich mal mit. Den nicht. Und den auch nicht. 3 Spielerchats von Donelon. Er möchte eine Chance bekommen. Streng dich an. Er hat über sein Gehalt geredet. Wir reden bald. Und Rieble. Ich verstehe dich, sage einfach mal. Und dann gehe ich halt eben auch mal mit Kana oder Chana in den Verhandlungen des Gehaltes, damit er nicht unzufrieden wird und dieser Spieler nicht bereit sein, Vertrag zu verlängern. Ja, okay, dann kann ich auch nichts dagegen machen. Entschuldigung. Gegen Heidenheim geht es in die Schnellsimulation und ich hoffe, da springt wenigstens Unentschieden raus. Das schaffen wir auch, jawohl. Burkhardt trifft. Gegen Kiel, gegen den dritten Platz, Schnellsimulation. Vielleicht schaffen wir ein gutes Ergebnis. Wir verlieren leider mit 2-0, aber es war vorhersehbar. Erste Besprechung bezüglich Leistung ist anberaumt worden. Ja, okay. Und ich glaube, ich setze hier einfach auch mal Chana ein für Hojo Kowalski, weil er eben die beträgt Sandst... Obwohl, minus 5 ist dumm. Naja, setze ich doch eher Hojo Kowalski ein. Jetzt haben wir hier ein Problem, da gegen Hannover eigentlich ein Sieg sogar schon Pflicht ist. Noch eine Sperrung bezüglich Leistung anberaumt worden. Und ich hoffe, wir können hier vielleicht sogar gewinnen mit viel Glück. Wir gewinnen 2-0, jawohl, Grill und Burkhardt treffen. Wie geht das denn? Das muss mir auch mal einer erklären. Aber wir gewinnen. Lange Ladezeit, aber wir sind noch im Amt. Und das ist perfekte Leistung. Wir gewinnen hier einfach. Junge, wie gut. Finn Hahnheider haben wir hier. Der ist auch ein gutes Potenzial. Der Rest ist immer noch genauso wie davor. Das Problem ist, auch Pauli ist hier dabei, an uns ranzukommen. Das heißt, ein Sieg ist hier eigentlich schon wieder Pflicht gegen den 7. Platz, gegen VfL Osnabrück in der Schnellsimulation. Unentschieden. Okay. Ich hoffe, das bringt uns was. Aue darf nicht gewinnen.
Eigentlich darf Pauli auch nicht gewinnen. Und das tun sie nicht. Wir sind vor Erzgebirge Aue. Aber noch eine Besprechung bezüglich Leistung anberaumt, okay? Das nächste monatliche Scouting-Update nähert sich unserem Postfach. Der hier ist ganz gut, der hier ist eigentlich auch ganz gut, aber der Rest ist nichts. Somit zwei neue Spieler. Transferangebot für Dedas, nein, das akzeptiere ich natürlich nicht. Ja, Spiel gegen den fünften Platz gegen Bochum müssen wir eigentlich auch schon wieder gewinnen, aber es ist nicht allzu schlimm, wenn wir es nicht gewinnen sollten. Unentschieden nehmen wir wieder mit, würde ich sagen. Man merkt ja, unser Team ist gar nicht so schlecht, wie es austut. Aber jetzt sind wir auf einmal wieder Vorletzter, was ist denn jetzt hier los? Aue macht den Riesensprung nach vorne, St. Pauli gewinnt auch und jetzt sind wir Vorletzter wieder. Das ist doch kacke. Und gegen Karlsruhe ist ein Sieg Pflicht, wenn nicht, könnten wir sogar schon auf den letzten Platz abrutschen. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Deswegen Schnellsimulation. Ich hoffe, wir gewinnen. Und wir verlieren von Moos Drift und zweimal Gondorf. Und damit, schätze ich, werden wir rausgeschmissen werden. Ja, und wie ich es gesagt habe, die Würzburger Kickers gewinnen ihr Spiel. Damit sind wir jetzt letzter Platz. Ja, und damit gibt es eben noch das letzte Spiel des heutigen Tages gegen Aue, gegen einen, ja, sie waren nur direkter Konkurrent. Mal schauen, ob wir hier vielleicht einen Sieg rausholen können. Bitte Leute, jawohl, 2-0, 2-1 Sieg. Kühn und Heinrich treffen, das ist sau unfassbar wichtig. Vielleicht sind wir jetzt auch schon wieder auf dem 15. Platz, nicht mehr auf den Relegationsplatz. Schade, ist noch auf dem Relegationsplatz, aber haben auch nur 2 Punkte Rückstand auf den 13. auf Erzgebirge Aue. Und da würde ich ja sagen, müssen wir fast direkt schon noch ein Spiel spielen. Wir können Paderborn direkt überholen. Genauso wie wir Ingolstadt noch direkt überholen könnten. Mit einem guten Sieg gegen Sandhausen. Und den müssen wir jetzt hier auch rausholen können. Schnellsimulation, rein ins Match. Und es wird ein Unentschieden. Schade. Aber ein Unentschieden ist nicht allzu schlimm. Da Aue auch Unentschieden gespielt hat. Vielleicht sind wir jetzt auch ungleich vor Paderborn. Es kann sein, sind wir leider nicht. Aber ich meine, wenn uns der Trainer jetzt rausschmeißt, der Vorstand uns jetzt rausschmeißt, dann wäre es einfach nur eine dumme Aktion. Wir können hier noch vor Erzgebirge Aue und das mit einem einzigen Spiel kommen. Ich meine, was ist daran so eine schlechte Leistung? Ja, in den letzten 5 Spiele gegen Ingolstadt, Paderborn, Bielefeld, glaube ich, ist es, ja, Fortuna Düsseldorf und Pauli gibt es dann in der nächsten Folge und da sind ein Ingolstadt, Paderborn und Pauli als direkte Konkurrenten dabei. Die müssen wir eigentlich alle drei gewinnen. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, also damit ich es sehe. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, hoffentlich mit dem Klassenerhalt und ciao.